Hi Leute, heute geht es um den Tod von Robert Lockhart und es geht um Rohkost, um Frutarismus, um diverse Ernährungsrichtungen. Was für Vorteile, was für Nachteile, was du bei jeder Ernährungsrichtung bedenken solltest. Bis gleich. Okay, ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen von Lauren Lockman. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn. Und zwar hat er ein Fastencenter in Costa Rica. Wenn ich sogar richtig liege, ist eines der größten der Welt. Und er hat ein Video gemacht über Robert Lockhart. Robert Lockhart. Und der ist jetzt gestorben im Alter von 75 Jahren, wenn ich richtig liege. Ja, um das Alter rum. Und er war seit 30 Jahren Rohköstler. Anscheinend hat er auch für den Frutarismus gestanden. Ich weiß nicht, ob er sich nur von Früchten ernährt hat. Er hat wohl nichts getrunken auf jeden Fall, was viele Frutarier machen. Viele Leute, die sich nur von Früchten ernähren, sagen, dass sie das Wasser aus den Früchten direkt ziehen und deshalb kein Wasser mehr trinken brauchen. So viel nur zur Vorgeschichte. Also so bin ich darauf gestoßen. Und deshalb mache ich jetzt auch dieses Video hier. Mir geht es aber eigentlich um einen anderen Punkt. Ich kenne ihn persönlich gar nicht näher. Ich habe ihn nicht länger verfolgt. Ich habe nicht alle Leute in den USA verfolgt, was die da machen. Es gibt ja mittlerweile so viele englische Kanäle, die selbst in solche Bereiche reingehen, wie eben Frutarismus oder ja, Rohkost ist ja mittlerweile so das neue Vegan, kann man sagen. Ich weiß noch, wo ich mit einer veganen Ernährung pflanzlich einfach angefangen hatte. Da war das noch so, wie man ist so ein Alien und jetzt ist vegan so wie vegetarisch und Rohkost ist langsam so das Vegan von damals. Es ist ganz lustig zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Und um auf den Punkt zurückzukommen, wie kann das jetzt sein, dass jemand, der hatte dann nämlich in dem Video erzählt, derjenige ist an, ja, er hatte Nierenversagen, Herzattacke anscheinend. Wie kann das sein, wenn man sich nur von Rohkost, wenn man sich so gesund ernährt? Was ist da los? Und das Video von Lauren Lockman trifft es eigentlich ganz gut. Ich verlinke es mal in der Infobox, was er dazu gesagt hat. Vor allem die erste Hälfte, da gehe ich ja sehr mit, was er da alles erzählt hat. Und der eigentliche Punkt, wo ich drauf hinaus wollte. Lauren Lockman hatte in dem Video eben auch erzählt, das ist eigentlich auch das einzige Hintergrundwissen, das ich davon habe, wie das Ganze abgelaufen ist, dass er eben wohl sehr viel Trockenfasten gemacht hat und gleichzeitig gesagt hat, ja, er bezieht sein Wasser eben ansonsten auch immer nur aus Früchten, aus dem, was er isst und braucht sonst nichts trinken. So, das war die Situation. Wie gesagt, er hatte ja auch Nierenversagen. Und die Punkte, was jetzt das Gesundheitliche angeht, die Lauren Lockman in dem Video anspricht, da gehe ich ziemlich mit. Der Punkt ist, bei all diesen Sachen, sei es jetzt, dass man sich pflanzlich ernährt, sei es jetzt, dass man sich roh ernährt, sollte nie, und das ist der wichtigste Punkt, das möchte ich dir in dem Video heute mitgeben. Und die ersten ein, zwei Jahre zum Beispiel, wo ich in die Rohkost reingesprungen bin, hatte ich auch solche Labels im Kopf oder auch teilweise eben mit vegan und habe dann irgendwie jeden missionieren wollen. Und gerade weil das damals noch aus ethischen Aspekten war. Aber mittlerweile hat sich da diese ganzen Kopfblockaden gelöst und das ist eben auch der Punkt. Vieles sind einfach nur Kopfblockaden. Ich hatte dann auch
anfangs der Rohkost so eine Kopfblockade und dachte auch, dieses oder jenes ist gut. Und man hat, egal was man gelesen hat, man hat, was weiß ich, ob man Anthony William gelesen hat, ob man XY gelesen hat, egal in welche Richtung man da geht oder ob man jetzt wirklich denkt, Frutarismus ist das ein und alles und das ist die absolute Lösung. So, das Wichtigste ist, dass du dich hier niemals mit irgend so einer Richtung identifizierst. Weil, wenn es um die Ernährung geht, und egal auch in welchem Bereich, dass du dir nirgends irgendwelche Labels aufdrückst, weil dann geht das Ganze in eine ganz falsche Richtung. Und wenn es um die Ernährung geht, dann ist der einzige und das einzige, worauf du hören solltest, das ist der Körper hier. Und was der Körper dir sagt, und das gilt es wieder zu lernen. Man ist dann teilweise so in irgendeiner Spur, denkt sich, hey, zum Beispiel Frutarismus, und denkt sich, hey, nur Früchte, nur Früchte. Und dann sieht man aber irgendwann, hey, die Zähne gehen vielleicht kaputt. Wenn man dann nichts trinkt, ey, der Körper dehydriert, mir geht es nicht so bombig. Mir geht es einfach nicht so gut, wie es sein könnte. Und man ignoriert das so, weil man so in diesem Glaubenssystem drin ist, dass das das Optimale wäre. Oder Paleo oder was weiß ich, all diese Richtungen, High Carb, Low Carb, Ketogen, was auch immer. All diese Richtungen. Und man ist dann so in diesem Gedankenmuster gefangen und denkt dann auch, wenn man was anderes isst, ist es schlecht und dann hat man ein schlechtes Gefühl beim Essen. Und wenn es soweit ist, dann solltest du dir wirklich mal überlegen, was da los ist. Ich hatte zum Beispiel mal jemanden, der hat mir einen Kommentar geschrieben und hat gesagt, oh, er hat jetzt, da geht es dann so um das Label Roh, er hat jetzt gekochte Hirse oder was gegessen. Er hat sich so schlecht gefühlt, dass er gleich heulen musste. Oder sie, ich weiß nicht mehr, wer das, den Kommentar geschrieben hat. Und dann hab ich geantwortet, okay, kann ich verstehen, wenn die Verdauung dann vielleicht nicht ganz optimal läuft, ne? Aber du brauchst mit Sicherheit keine Heulkrämpfe von gekochter Hirse bekommen. Oder wenn du irgendwie gedämpftes Gemüse isst, wenn du davon Heulkrämpfe bekommst, dann weißt du ziemlich sicher, dass du eine Blockade hast im Denken, dass du Glaubenssätze hast, die so festgefahren sind, dass du dein Körpergefühl ignorierst. Und am Ende kann dir immer nur dein Körper sagen, was genau richtig ist. Und das gilt es wieder zu lernen, die Sensibilität vom Körper wieder wahrzunehmen. Und dein Körper sagt dir im Grunde in jedem Moment, was das Richtige ist zu essen. Im Grunde brauchst du es nur mal anschauen. Wenn du irgendwann sensibler bist, dann weißt du genau, okay, jetzt habe ich eher Lust auf was Süßes. Jetzt habe ich eher Lust, ja, auf Früchte. Jetzt habe ich eher Lust auf was Grünes oder was Fettigeres oder auf, ja, Avocados oder auf sonst was. Avocados sind auch schon wieder in Verruf. Auf Nüsse, auf andere Öle. Ja. Das ist der Punkt, dass du da keine Kopfblockade entwickeln solltest, sondern dann drauf hörst, was sagt der Körper dir. Und es ist wie bei einem Instrument. Wenn du lernst, Klavier zu spielen, dann lernst du das nicht davon, weil du jeden Tag die Theorie vom Geiger XY durchliest in einem Buch. Genauso bringt es dir nichts, wenn du irgendwelche Glaubenssätze an Rohkost, an Frutarismus, an irgendwas hast oder denkst, du musst dich vegetarisch ernähren oder vegan wegen den Tieren und so weiter. Diese Labels sollten nie im Vordergrund stehen. Natürlich kann man mal so ein Label verwenden in der Konversation, um einfach Sachen verständlicher zu machen. Aber du solltest nie daran anhaften. Diese Labels sind nicht an sich schlecht,
Es ist, die Anhaftung daran ist das Schlechte. Und dadurch entstehen die Blockaden und das Körpergefühl wird ignoriert. So, und wenn du das jetzt wieder lernst, dann ist es eben wie beim Klavierspielen. Du lernst es nicht dadurch, dass du diese Theorien auswendig lernst, sondern du lernst es dadurch, dass du immer mehr auf deinen Körper hörst, dass du verschiedene Sachen ausprobierst, zum Beispiel auch mal Monomahlzeiten machst, um zu schauen, wie reagieren welche Lebensmittel, was ist da eigentlich verträglich für den Körper. Und dann genau beobachtest, wie fühlst du dich nach dem Essen direkt. Bist du da lethargisch, bist du lebendig? So, hast du entweder zu viel gegessen oder war es das falsche Lebensmittel? Probier es mit einer anderen Menge aus. Das ist der Punkt. Und das musst du aber jeden Tag machen. Und die Sensibilität im Körper, immer mehr, wenn du dahin hörst, kommt die wieder. Mit den Wochen, mit den Monaten, mit den Jahren. Aber es ist nicht so, dass du anfängst, Klavier zu spielen und dann nächste Woche kannst du irgendwie die 9. Sinfonie spielen von Mozart oder sonst was, wenn es das gibt. Ich bin kein Musikkenner in dem Bereich. Es kommt nicht von jetzt auf gleich. Du musst dieses Körpergefühl Schritt für Schritt entwickeln und du entwickelst es immer mehr mit jedem Tag, wo du darauf hörst. Mit jedem Tag, wo du mehr auf den Körper hörst. Und dann passiert es auch nicht, dass du in solche Fallen gerätst und denkst, du musst jetzt nichts trinken und ignorierst völlig dein Körpergefühl. Und das ist auch so, dass man im Grunde immer weniger trinken muss, wenn der Körper wieder hydriert ist. Aber wenn du den alten Mist nicht raus hast, dann bringt es nichts, einfach gar nichts mehr zu trinken. Erst musst du auch den alten Mist raustun. Und da gibt es wirklich unglaublich viele Punkte zu beachten. Und es geht wirklich darum, dieses Körpergefühl Schritt für Schritt immer mehr zu entwickeln, auf die richtigen Punkte zu achten, verschiedene Lebensmittel auszuprobieren, Monomahlzeiten auszuprobieren und so weiter. Und das gilt es zu lernen. Das ist mir das Wichtigste. Also, Message vom Video, Labels durchstreichen, zum Körpergefühl zurückkommen. Und ja, diese ganzen frotarisch Sachen und so weiter über Frotarismus, wenn ihr das wollt, kann ich gerne auch nochmal ein Video machen bezüglich nur Früchte essen, kann es funktionieren oder nicht? Wenn ihr das wollt, kommentiert mal gerne unten drunter, weil das ist auch ein anderes Thema, das wirklich häufig aufgetaucht ist, wo mir selber aufgefallen ist, wo ich eine Zeit lang auch ausprobiert hatte, aber da gibt es eben einiges zu beachten. Wenn euch das interessiert, kommentiert mal unten drunter. Und ansonsten, setzt euch keine Labels auf, hört auf euer Körpergefühl, geht wieder dahin, wahrzunehmen, was abläuft in deinem Körper. Ja, das ist das Wichtigste. Und wenn du dann nicht weißt, wie du anfangen sollst, wo du starten sollst, wie du das am besten angehst, wie du was ausprobierst, wo, wann, welche Lebensmittel, wann, wie viel, wie lange oder mal fasten, was ist das Beste in deiner Situation eben, weil es ist ja so unterschiedlich mit den verschiedenen Krankheiten, die Geschichte, die man hat, der Wohnort, den man hat, all diese Sachen, wo da eben mit reinfließen, dann ja, lass uns gerne mal sprechen, unten drunter ist auch ein Link, dann klick da einfach drauf und wir schauen uns deine Situation mal an. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Genieß dein Leben, genieß deine Zeit und ignoriere nicht dein Körpergefühl. Lass dich nicht in irgendwelche Schubladen pressen vom Denken her. Hör hier drauf. Hör auf deinen Körper. Ignoriere die Signale nicht und lerne das mit jedem Tag mehr. Mach's gut ansonsten und bis zum nächsten Video. Ciao.